Hallo und herzlich willkommen zu einem zweiten Teil der Weekly Challenge. Ihr seht, ich habe noch eine Aufnahme gemacht. Liegt einfach daran, die Goldgrenze hat sich ein bisschen verschoben und ich wollte euch jetzt auch noch den Rest zeigen, damit ihr recht gut in den Goldbereich kommt. Ja, wie gesagt, erste Grenze kennt ihr schon, sollten eigentlich kein großes Problem sein. Die kommen immer wieder, da kommt immer wieder das Gleiche und sind eigentlich kein großes Problem. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Und dieses Mal beginnt es eigentlich so bei 270 Meter ungefähr. Da kommt die erste Knackstelle, genau hier. Da verspringt man sich manchmal sehr, sehr gern, wenn man gerade noch so ein recht junger Spieler ist. Oder ein recht neuer Spieler ist. Aber danach wird es eigentlich wieder einfacher. Das heißt, wir haben hier wirklich nur wieder einfache Sprungkombinationen. Hier habe ich mich sogar mal verklickt, wie ihr habt gesehen. Klar, wenn man natürlich drei, vier Mal hintereinander spielt, dann wird man auch unkonzentriert und dann kriegt man auch mal ein bisschen schnell. Aber ich habe festgestellt, gerade wenn man am Anfangbereich dann sich wieder unkonzentriert verhält, dann wird es gegen hinten besser. Also gerade die besten Aufnahmen sind meistens die, wo ich am Anfang total den Krust gespielt habe. Gut, hier springen wir hoch. Jetzt kommen wieder die Seilkombinationen. Sprung, Klick, Sprung, Klick, Sprung, Klick. Hier das Ganze nach unten nehmen, hier nach oben. Nichts machen. Und damit kommt jetzt auch nichts machen, wieder was machen, nichts machen. Und hier kommt wieder eine Ringkombination, auch wieder Sprung, Klick, Sprung, Klick. Wir gehen ein zweiter, schnell das Seil ab, gehen hier drüber und sind jetzt knapp schon kurz vor den 900 Metern. Also eindeutiges Hilfsbereich. Die Szene kennen wir auch gerade eben mit den Seilen. Ja, aufpassen, dass man nicht über die Seilgrenze drüber springt. Ist mir auch schon mal passiert, ist natürlich sehr peinlich. Hier hauen wir alles weg. Und drücken den Button nochmal was, hier auch wieder über die Ringe hoch, hier runter, auf die Lungs achten, rüber gleich das Auge wegklatschen und schon können wir hier weiter, auch wieder Sprung, Klick, Sprung, Klick. Also sollte alles kein Problem sein, zumindest mal hier bis 1200 Meter. Hier ist mir aufgefallen, unser grüner Freund reagiert manchmal nicht so genau, also gerade wenn man öfters eine Runde spielt, dann fängt er an nicht mehr zu reagieren. Sollte das sein, müsst ihr gleich nachher bei dem Windkanal, ich sage euch das gleich nochmal, ein bisschen aufpassen. Hier hat er auch manchmal gezuckt und nicht gleich reagiert, deswegen da ein bisschen vorsichtig. Deswegen mache ich hier jetzt eine Pause, aktiviere erst meinen grünen Freund, damit er es runterzieht und dann sollte es eigentlich gar kein Problem sein. Hier springe ich drüber und hier versage ich dann komplett. Aber nichtsdestotrotz, wir haben einen guten Vorsprung, 438 Meter sollte uns ein gewisser Vorsprung einhalten. Und dann sehen wir uns nächste Woche zur nächsten Weekly Challenge. Bis dann!